unser Ziel für die Länderspiele sind, dass wir in unserem Vorchecking flexibler werden. Das haben wir gesehen anhand der WM-Analyse, die wir gemacht haben, dass wir in gewissen Situationen flexibler sein müssen, ein Pressing können spielen müssen, um auch den Gegner unter Druck zu setzen. Wir haben das trainiert jetzt hier in der Sommer durch, in der Sommer-Challenge, und jetzt gibt es uns die Möglichkeit, gegen die guten Nationen das auch können zu testen. Einerseits, andererseits im Spiel mit Ball haben wir viel Zeit investiert mit den Auslösungen. Wie können wir auslösen, dass wir eine Mehrzahl von Spielerinnen in der Offensive bringen, und uns so können festsetzen und mit dem Ball etwas können produzieren. Das sind eigentlich die Sachen, die wir jetzt vor allem möchten fokussieren, anschauen und dann nachher einen Schritt weitergehen. Für diese Länderspiele haben wir eine sehr interessante Mischung von neuen Spielerinnen, die noch nie ein Länderspiel absolviert haben, und aber von Spielerinnen, die schon mehrere WMs oder die letzte WM gespielt haben. Es wird sehr interessant sein, um zu sehen, wie diese Mischung funktioniert und wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, können umsetzen. Wir haben zwei Spielerinnen neu dabei, die noch nie in der A-Nazi gespielt haben. Das ist einerseits der Goalie Tina von den Wizards und andererseits Chiara von Piranha. Wir haben sie aufgeboten, weil sie jetzt Anfang der Saison eine sehr gute Leistung gezeigt haben. Das heisst, Tina bei Burgdorf im Goal hat sehr gut gespielt, hat eine sehr gute Ausstrahlung. Einerseits, andererseits eine neue Goalie-Generation. Und wir möchten sie gerne mal sehen, wenn sie internationale Länderspiele hat. Bei der Chiara, sie finde ich, ist eine sehr spannende Spielerin. Sie spielt aggressiv, sie hat ein sehr gutes Auge mit dem Ball. Neue Verteidigergeneration, auch sie möchten wir mal auf internationalem Parkett sehen spielen, wie sie das löst. Also Tania Stella ist ein fester Bestandteil von der Nationalmannschaft die letzten Jahre. Nach wie vor, und wir haben das angeschaut, eigentlich ihre Saisonplanung oder Karriereplanung, und sind ständig im Austausch gewesen. Jetzt auch im Sommer durch ist sie jetzt immer bei uns in der Sommer-Challenge gewesen und hat mit unserem Athletiktrainer ein Sommertraining gemacht. Dort hat es eigentlich nie Bedarf gegeben, um dort etwas zu machen, weil es hat keine Möglichkeit gegeben, auch für andere Spielerinnen zum Spiel zu spielen. Sie hat die Testspiele, die wir gemacht haben, alle mitgemacht und auch dort einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Was für uns klar ist, dass sie, wenn die Meisterschaft anfängt, den Verein muss haben und auch Meisterschaftsspiel muss spielen, oder besser gesagt einfach die Möglichkeit hat, dass sie eingesetzt wird und spielt. Jetzt mit ihrem Comeback bei Dietliken sind die Voraussetzungen alle erfüllt, und darum gibt es für uns keinen Grund, um auf Stella zu verzichten.